Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir den Make-up-Look für den dritten, also für mich dritten Weihnachtstag, den eigentlich ersten Weihnachtstag schminken. Ja, das wird ein sehr natürlicher Look werden. Ich werde keine Foundation benutzen. Ich werde das alles sehr, sehr, sehr natürlich halten. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich komme gerade frisch aus der Dusche und ja, habe mir jetzt einen Zopf so nach hinten gemacht, weil ich heute die Haare offen tragen werde. Und ja, dann brauche ich keinen Bommel haben, weil dann funktioniert halt nicht mit Haare offen, dann steht das alle irgendwie in alle Richtungen ab. Das sieht nicht aus. Ich beginne einfach mal mit der allgemeinen Hautpflege, die ich so mache morgens. Normalerweise fange ich einfach an mit dem Toner. Aktuell verwende ich von Venus das Micellenreinigungswasser Perfect Face Care. Und dann nehme ich mir ein Wattepad und gebe das einfach so ein bisschen, meistens sind es so viermal umdrehen auf dem Wattepad. Und dann gehe ich einmal nur so ganz entspannt über mein Gesicht und auch ein bisschen am Hals entlang. So, und trotzdem, dass ich wirklich gerade duschen war, sieht man hier was drauf. Also ich sehe hier wirklich eine Verfärbung des Wattebetts. Das ist immer sehr interessant. Als nächstes verwende ich immer irgendein Gesichtsserum. Aktuell verwende ich von Nip & Fab Hydrate das Dragon's Blood Fix Plumping Serum. Das hatte ich in einem Adventskalender drin. Und dann gebe ich mir einfach immer so kleine Mengen auf meinen Finger, gebe das dann erst auf meine beiden Wangen und auf meine Stirn und dann wird das einfach in die Haut einmassiert, bis es halt wirklich trocken ist. Also das geht bei diesem hier wirklich sehr, sehr schnell, weil zack, jetzt ist schon trocken. Im Anschluss verwende ich immer irgendeine Augencreme. Aktuell habe ich hier die von Clinique, All About Eyes. Und die finde ich mega gut. Also die fühlt sich extrem gut pflegend an. Es ist so ein Pöttchen. Und dann top, top. Mache ich nur so ein bisschen unter die Augen. Und dann nehme ich meine Zeigefinger und verteile das und massiere das so ein bisschen ein. Auch ein bisschen so auf dem Auge drauf, damit dann eventuell Schwellungen zurückgehen oder das Ganze einfach frischer aussieht. Man kann das Ganze auch ganz sanft so einklöppeln, wenn das getrocknet ist. Das ist auch sehr, sehr angenehm für die Augen. Aber auch das trocknet unheimlich schnell und wird mega schön samtig. So, dann verwende ich eine Gesichtscreme. Aktuell habe ich hier die von Balea aus dem Adventskalender Lovely Moments für normale und Mischhaut. Und auch davon gebe ich mir zunächst was auf die Wangen, die Stirn, das Kinn und auf den Hals. Den darf man nicht vergessen, der ist auch wichtig. Der möchte auch gepflegt werden. Und dann wird das einfach einmassiert. So, jetzt fühlt sich mein Gesicht mega angenehm gepflegt, mit Feuchtigkeit versorgt an. Und dann gebe ich mir immer auf die Lippen was, und zwar irgendeinen Lippenpflegestift. Aktuell habe ich hier in meinem YouTube-Zimmer stehen, den benutze ich immer wieder, den von Eos. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Weiß ich nicht, der gelbe. Riecht zitronig. So, einfach ein bisschen Lippenpflege drauf, damit die Lippen ab und an mal gepflegt werden. Manchmal benutze ich auch einen Lippenscrub oder sowas, aber das brauche ich jetzt aktuell nicht. Also meine Lippen sind jetzt nicht trocken oder so. Das ist jetzt einfach nur eine generelle Pflege. So, in der Zeit, wo dann quasi die Feuchtigkeitscreme so ein bisschen in die Haut einzieht, verwende ich, weil heute Weihnachten ist, meine Lidschattenpalette. Also normalerweise würde ich jetzt keine Lidschattenpalette nehmen, sondern einfach nur einen Eyeliner ziehen und Mascara drauf machen. Fertig. Bisschen Primer, damit die Haut dann auch ein bisschen entspannter ist. Aber jetzt, weil Weihnachten ist, verwende ich hier von Pixi by Petra eine Palette. Das ist die Opal Glow Palette.
Die ist sehr, sehr dezent und das möchte ich heute auch haben, denn heute bekommen wir Besuch und ich denke, dass ich ein bisschen mehr rennen werde als die letzten Tage. Und ja, deswegen, ne, dann kommen auch Kinder zu Besuch und dann finde ich, dass man jetzt nicht so allzu viel Make-up drauf haben sollte, auch ein Baby und so, ne? Dann möchte man mit dem Baby vielleicht auch ein bisschen schmusen und ich möchte jetzt nicht irgendwie Highlighter auf das Baby schmieren, ganz ehrlich. Und ja, deswegen kommt jetzt einfach diese Lidschattenpalette zum Einsatz. Das sind wirklich sehr, sehr dezente Farben. Ja, und das wird jetzt ein ganz, ganz dezenter Look werden. Da gehe ich dann einfach nur hier in die hellste Farbe rein mit, wen habe ich hier? Den Deluxe Crease Brush von Real Techniques. Hat das eine Nummer? Die Nummer 300. Tupfe ein bisschen rein, klopfe das ab und gebe mir das einfach mal aufs komplette Augenlid. Einfach nur so ein bisschen, um die Äderchen abzudecken. Das gleiche auf der anderen Seite. So, und jetzt gehe ich einfach ganz dezent nur so in meiner Transition Shade mit diesem Ton, also dem zweiten Ton von oben rein und gebe mir das auf. Also man sieht es nur mega, mega, mega leicht, wenn überhaupt. So, und für mein bewegliches Lid nehme ich diesen Ton, den ganz, ganz hellen, gehe da sogar mit dem Finger rein. Und gebe mir das auf mein bewegliches Lid. Und das mache ich auf beiden Seiten. So, das war es tatsächlich auch schon mit dem Lidschattenlook. Wie gesagt, ultra dezent. Dann nehme ich mir meinen Liquid Liner von BH Cosmetics. Und wie ihr wisst, ist bei meinem BH Cosmetic Liquid Liner hier das Innenleben der Kappe immer mit am Start. Den Eyeliner ziehe ich mir wirklich jetzt nur ganz dezent. Ich ziehe mir den nicht nach oben. Ich mache mir keinen Wing dabei, weil es wirklich ein dezentes Make-up werden soll. So. Ich finde einfach, dass Eyeliner bei mir auch immer so ein bisschen mit dazugehört, damit meine Augen so ein bisschen betont werden, ein bisschen da sind. Ich fühle mal eben, ja, also jetzt kann ich mir tatsächlich auch den Primer über das Gesicht geben. Dann nehme ich mir aktuell von Love den Perfectitude Hyaluronic Serum Primer, weil dann bekomme ich einfach auch ohne Foundation einen Glow, meine Poren werden minimiert und einfach ein schönes, ebenmäßigeres Hautbild und das sieht alles dann so ein bisschen schöner aus, obwohl ich keine Foundation trage. Das ist immer eine ganz praktische Geschichte. Und ich finde es einfach auch mega schön, ne? Ich mag diese Bubbles, die da drin sind. Das ist echt cool. Ja, das gebe ich mir dann hier auf meine Finger. Ich nehme da einfach mal zwei Pumpstöße. Das verreibe ich zwischen meinen Fingern. Und gebe mir das direkt auf mein Gesicht. Das ist ein unheimlich angenehmer Primer. Der zieht so schön ein und es ist, als würdest du dir Wasser ins Gesicht geben. Es ist so sanft, also jetzt nicht irgendwie klebrig oder so. Also richtig gut. Ich habe den ja auch schon als Primer unter der Foundation verwendet. Das Video verlinke ich euch hier oben. Das war mein Weihnachts-Make-up Nummer 1. Und das fand ich auch mega angenehm. Und auch als ja, Primer so, dass man ihn ohne Make-up trägt, ist der richtig angenehm. So, ich gebe mir den noch. Hilfe. So, ich gebe mir den auch ganz gerne bei mir mal auf den Hals, weil der versorgt die Haut auch schön mit Feuchtigkeit und ach, es fühlt sich einfach angenehm an, ihn zu tragen. Und am liebsten würde ich ihn auf den ganzen Körper machen und glowy am ganzen Körper sein. So, während der Primer jetzt so einzieht und die Haut verschönert, mache ich jetzt einfach mal die Wimpern. Da benutze ich ganz gerne dann in solchen Momenten eine wasserfeste Mascara. Da habe ich jetzt hier von Love die Gilt Eyes Mascara. So, das ist ein Gummibürstchen, was so ein kleines bisschen auch gebogen ist. Und ich finde, das macht die Wimpern echt toll. So, das ist jetzt die erste Schicht. Das ist die zweite Schicht.
Und das ist jetzt die finale dritte Schicht. Ja, und das ist jetzt tatsächlich auch schon mein sehr, sehr natürliches und arbeitstaugliches Make-up. Ich blende euch hier mal eine Sequenz ein, wie ich dann auch komplett mit meinem ganzen Outfit aussehe. Ich habe es dieses Mal etwas niedlicher gehalten, weil es kommen ja auch Kinder zu Besuch, ne? Darf ja auch sein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein sehr natürlicher Look inklusive Pflegeroutine gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben einfach mal meine Playlist mit meinen ganzen Adventskalender-Unboxings von diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf dieser Seite einmal kostenlos abonnieren. Schaut auf jeden Fall bei meinen Verlosungen vorbei, die alle unten in der Infobox stehen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!